Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Rais. Und da ich rausfinden soll, ob Rais die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt. Hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der Beste. Anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Thank you.
Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reis. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Da schau mal einer an. Wie geht's dir? Hätten wir in der Stadt mehr Fallen aufgestellt, kämen wir einfacher von A nach B. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen. Ich bin Buck, du bist nicht Gegner. Das wäre eine große Hilfe. Und könnte tatsächlich Leben retten. Na, wärst du vielleicht. Die Leute zählen auf dich. Oh Mann. Damit überleben wir die nächsten paar Tage, vielleicht auch länger. Vielen Dank.
war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze.